Sing mit, mach mit, lach mit Blutschink. Blutschink, Blutschink, das Fabeltier aus dem Lech. Früher fraß es angeblich kleine Kinder, aber jetzt singt es mit ihnen. Sing mit, mach mit, lach doch mit. Und diesmal singen wir Englisch. Wie heißt Ei? Ei heißt Eck. Eck heißt Corner, Corner heißt Nummer. Sich wirklich keinem aus. Deswegen müssen wir das ganz kurz erklären. Ich möchte auch mitsingen. Nein, Baby Drachioi, wir nehmen doch hier auf und du sollst bitte nicht stören. Also, ich möchte auch mitsingen. Bitte, 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 ja. Bitte, 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 bitte. Also gut, dann fragen wir das Publikum. Soll der Baby Drache auch mitsingen? Das habe ich mir fast gedacht. Also Juhui, komm mal her. Bitte, ja, kannst du dieses Lied überhaupt singen? Juhui, ich kann das Lied schon ganz gut singen, ja? Ja, aber kannst du überhaupt Englisch? Oh, yes, I speak English very well. Yes, I speak English very schnell. Also gut, das deutsche Wort ich im Dialekt I. Und auf Englisch? Da heißt es I. Genau, aber auf Deutsch gibt es auch ein I. Das Drachenei. Ja, und dieses Ei heißt auf Englisch? Egg. Sehr gut, aber auf Deutsch gibt's ja auch ein Egg. Ja. Und dieses Egg heißt? Corner. Bravo, Juhi. Und dann kommt ja, wenn Corner da ist, auf Englisch? No one. Ja, jetzt haben wir schon den Text. I heißt Ei, Ei heißt Egg. Egg heißt Corner, Corner heißt no one. I heißt Ei, Ei heißt Egg. Egg heißt Corner. Deutsches Wort und die englische Übersetzung. Und die englische Übersetzung schreit dir zu Hause ganz laut. Zum Beispiel, der Boden heißt Floor. Floor. Die Tür heißt Door. Door. Der Tisch heißt Table. Table. Und das Kabel heißt Cable. Sehr gut. Ja. Und der Stuhl heißt Chair. Chair. Und das Haar heißt Hair. Genau. Etwas hören heißt Hear. Hear. Und das Ohrwaschel heißt Ear. Ich esse so gerne Menschenohren. Ja, dann du hörst ein Menschenohren. Ich bin nicht und. Hear heißt Ei und Ei heißt Egg. Egg heißt Corner, Corner heißt No One. Hear heißt Ei und Ei heißt Egg. Egg heißt Corner. Egg heißt Corner. Egg heißt Corner. Da kennt sich Corner aus. So, jetzt ich Deutsch und du das englische Wort. Hund heißt sehr gut. Der Frosch heißt Frog. Genau. Und das Schaf heißt Walter. Was? Das Schaf heißt doch nicht Walter. Doch, ich kenne ein Schaf, das heißt Walter. Nein, auf Englisch. Also das Schaf heißt Walter. Nein, das Schaf heißt auf Englisch, schau mal, es heißt Sheep. Cheap. Nein, nicht cheap. Cheap ist ein Auto, bitte, ja? Ja, bitte. Das Auto, das Schaf heißt Haf. Ich schieb'n Cheap. Nein, bitte. Sag's richtig. Du bringst die Kinder ja ganz durcheinander. Welche Kinder denn? Ja, die Kinder, die uns hier jetzt zusehen. Am Tablet. Auf der Tablette? Nein, am Handy. Am Pipi-Handy? Oder am Computer. Der Computer ist ein guter. Also, können wir es bitte wieder richtig machen? Ich sage, das Schaf heißt... Und du sagst Sheep. Und die Kinder rufen dann zurück Sheep. Sheep. Nicht Walter? Nein, Sheep. Also gut. Also, jetzt probieren wir es gleich nochmal. Ja. Das Schaf heißt Sheep. Jawohl. Sheep. Und ganz tief heißt Jeep. Jawohl. Und alle singen. I has Ei und Ei has Egg. Egg has Corner, Corner has No One. I has Ei, Ei has Egg. Egg has Corner. Juhui, kannst du zählen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, rot heißt red. Und der Schädel. Der Kopf. Heißt head. Ja. Oder traurig heißt sad. Mhm. Wenn jemand schlimm ist, ist er bad. Ja. Und hast du noch was Schwarz gelernt? Schwarz und weiß heißt black. Tag und Nacht heißt Day and Night. Vater heißt Vater und Mutter heißt Mother. Die Schwester heißt Sister und der Herr ist der Mister. Die Nase heißt Nose. Und die Rose heißt Rose. Rose. Etwas riechen heißt Smell. Und
sehr gut heißt very well. Very well und I heißt Ei und Ei heißt Eck. Eck heißt Connor, Connor heißt Nobel. I heißt Ei und Ei heißt Eck. Eck heißt Connor. Eck heißt Connor. Da kennt sich Connor aus. So, jetzt einmal du. Ja, I heißt Ei und Ei heißt Eck. Eck heißt Connor, Connor heißt Nobel. I heißt Connor. Ei heißt Nobel. Was? I heißt Eck und Connor. Da kennt sich ja kein Drache mehr aus. Ja, aber manchmal ist Englisch ganz einfach. Da heißt es dann, Braun heißt Braun. Und das Haus heißt Haus. Der Schuh heißt Schuh. Und die Maus heißt Maus. Der Fisch heißt Fisch. Der Wein heißt Wein. Finger heißt Finger. Das ist fein. Einfach. Easy. I heißt Ei und Ei heißt Eck. Eck heißt Connor. Connor heißt Nobel. I heißt Ei. Kinder, seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sing mit!